Die Lichter sind an. Es ist bereit aktiv. Ach so, nee, du kannst ja mal. Du bist. Ja, was für eine Stimme soll die denn haben? Eine Emmy-Stimme. Ach so, eine Emmy-Stimme. Ich weiß nicht, jeder Charakter sollte eine haben. Eine Emmy-Stimme. Okay, mache ich das mal. Die Lichter sind an. Es ist bereit, aktiviert zu werden. Naja, fast. Ja. Oder du kannst ja mal deine Dingsstimme da dran üben. Was April passiert May. Denn jetzt? Deine April-May-Stimme, genau. Wusste ich's doch. Das Teil macht einen Wind. Mhm. Wusch. Und da oben stirbt man. Nein, keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung, ob man da irgendwo gegen... Obwohl, nee, kann man ja nicht. Ach so, das ist das, wo wir sonst immer mühsam raufgelaufen sind und jetzt... Wusch. Nachts ist und Vollmond. Was? Nacht ist und Vollmond? Ja, ja nee, ach so, nee, ach das so, war eine, das, ja, da hat jemand genau sich Sonne noch verbessert. Mond, ja, genau, zu Sonne und Mond hatte ich den Gedanken, dass eventuell in Pokémon Sonne die ganze Zeit Tag ist. Piu. Und die Sonne scheint und in Mond die ganze Zeit Nacht ist und Vollmond. Könnte eigentlich auch so in der Art passieren, irgendwie. Wow. Eat this! Aua! Pschu! Ach, kommt schon! Pschu! Ah! Puh! Ja, jetzt sagt gerade jemand zu Licht, er sollte dir sagen, wie es weitergeht. Ja, jetzt ist auch zu spät. Jetzt weiß ich selber. Ja. Jetzt wissen wir es selbst. Ja. Ja. Wie sterben die denn? Die sterben gar nicht, wie es aussieht. Noch nicht. Das ist ja gemein. Da, doch, einer ist weg. Oder doch wow, nicht. Wow, nein, noch nicht. Nein, die gehen immer erst. Ah. Was zum? Was ist das? Ja. Na, Game Over. Dein Ton ist schon wieder weg. So, mein Ton ist wieder da. Yep. Mann, das passiert aber häufig heute. Ja, das stimmt. Das nervt mich auch. Ich glaube, ich werde auf ein anderes Streaming-Programm umsteigen. So, was ich jetzt leider tun muss, ist... Oh Gott, das Ganze nochmal aktivieren. Na, ja, machen wir das mal. Licht holt sich jetzt Nachtisch. Viel Spaß dabei. So, egal. Ich habe volles Leben. So... Ach, ich will die Karte wieder haben, damit ich wieder weiß, wo es lang geht. Obwohl, die brauche ich ja vielleicht gar nicht mehr. Na, hier wird gerade gefragt, wer möchte Zitronentee trinken? Wer möchte Zitronentee? Vielleicht möchte ich ja Zitronentee. Gib mir Zitronentee. Nein, Quatsch. Ich verlange doch von niemandem Zitronentee. Jetzt sagt einer gerade zu Licht, ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Den Zitronentee. Klar. Nee, den Nachtisch. Ach so. Ich dachte den Zitronentee. Ich glaube, ich esse meinen Zitronentee gleich auf. Aber man kann doch Zitronentee gar nicht essen. Man kann alles essen, wenn man will. Außerdem Zitronen-Eistee. Zitronentee-Eis. Na, Licht hat sich jetzt Oh, Pearl Faye schaut uns zu. Ja, Pearl Faye, kannst du bitte mal in den Chat schreiben? Wie sieht's denn eigentlich bei dir mit dem Mikrofon aus? Ist das schon auf dem Weg? Weil bei meiner April-May, da ist es ja schon, wird es bald
spätestens morgen verschickt. Am 28. Mai soll es da sein. Also sprich übermorgen. Ja. Ist ja dann schon wirklich ziemlich schnell. Wäre so, ja. Also ich sage mal, die meisten Sachen, ich kenne das ja als Hardcore-Amazoner. Das ist normalerweise, ja, wenn es einen Tag verschickt wird, dann wird es am nächsten Tag eventuell, kommt schon an. Na, die bestellt morgen. Okay. Ja, ich berate hier nämlich Leute, was Mikrofone angeht, damit die bei mir mitsprechen können. Das ist auch sehr lieb, dass ihr euch diese, Mühe macht, euch das dann auch wirklich zu holen und sowas. Ja, und dass ihr dann tatsächlich euch die Mühe machen wollt, da mitzusprechen und Sachen aufzunehmen. Ja, vor allem, ich musste ja erstmal meine Eltern überreden. Ja. Ja, ich bin direkt aus dem Amazonas übrigens. Ich bin eine Amazone. jemand hat sein Mikro heute bestellt? Ja, genau. Das war ja die Frage, die ich gestellt hatte. An die Pearl Faye. Ein Charakter, den ich ehrlich gesagt noch selber gar nicht kenne, wirklich. Außer vom Aussehen her. Das ist nicht gut. Ja, aber F hat geschrieben, ich habe mein Mikro heute bestellt. Ich weiß nicht, was jetzt seine... Ach so, oh, jetzt haben ganz viele ihr Mikro heute bestellt. Oh weia. Mensch, cool. Pearl kommt im Anime gar nicht vor. Hä? Hä, weil das hat nämlich gerade Licht gefragt. Das stimmt einfach so nicht. Der Anime deckt nicht nur Spiel 1 ab. Der Anime ist nur Teil 1 von Ace Attorney. Ich denke, ihr meint Maya. Nein, wir meinen nicht Maya. Hm. Jemand sagt gerade, bei Cody lassen sich gut Pokémon-Referenzen einbauen. Mhm. Fällt ihm gerade auf. Ist das so? Hm. Das müsste man mal überlegen, wann, wo. Das ist doch der kleine Junge. Der in dem Prozess gegen Jack Hammer, den Steel Samurai. Ja. Oh, wei. So, jetzt erstmal hier lang. So. Gut, wo geht's jetzt hier eigentlich weiter? Hier lang, glaube ich. Ne? Wie sie da versucht, wieder rauszukommen. Ja. Niedlich. Das sieht lustig aus. Ja. Okay, ah, jetzt weiß ich, aber habe ich schon einen Schlüssel bekommen oder noch nicht? Du hast doch vorhin einen Schlüssel bekommen, oder? Ja, vorhin, aber ich muss den doch nochmal holen. Da bin ich gerade... Ja, bist du sicher? Glaub, nur weil du Game Over gegangen bist? Ja, sonst hätte ich woanders speichern müssen. Nochmal. Ja, der meint, weil er ja gesagt hat, dass er sie alle geschnappt hat. Ach so, ja, stimmt. Ja klar, man kann ja auch alle Pokémon fangen. Richtig, die kann man sich auch alle schnappen. Genau, und ich glaube, darauf wollte er jetzt auch hinaus. Ja. Notfalls ein Headset, nicht unbedingt, nein. Also ehrlich gesagt, wenn, dann sollte es schon was Hochwertigeres sein. Es sollen sich ja alle mehr oder weniger gleich anhören. Und ich kenne zum Beispiel sowas, so ein Beispiel, wo man richtig einen Unterschied gehört hat. Das war aber eher so ein Hörspiel und das war jetzt nicht so wichtig bei der ganzen Sache. Das war eben keine richtige Synchronisation. Wenn jemand noch kennt, Alimania, so ein World of Warcraft Hörspiel, da gab's eine Sprecherin, die hatte eben ein ziemlich schlechtes Headset oder sowas zum Aufnehmen nur. Interessant. Ja, so und sowas möchte mir bitte nicht passieren, oder das wäre schade. Sagen wir es so. Ja, wäre es. So, hopp. Und hier haben wir wieder den Schlüssel. Mhm. Ja, okay, jemand kennt tatsächlich Alimania. Ja. Die Viecher an der Decke erinnern jemanden an Half-Life. Mhm. Mich jetzt nicht unbedingt. Also nicht so sehr an Headcrabs, ehrlich gesagt. Hä,
Headcrabs sind böse. Wie viel das Mikrofon kostet, braucht Licht. Das müsstest du doch jetzt auch wissen. Ja, so ungefähr. das, was ich jetzt mir geholt habe, kostet so 25 Euro oder so. Ja, also ich sage mal so, bei Thomann, einem Musik... Jetzt mache ich Schleichwerbung für Musikausrüster, beziehungsweise Seiten, wo man die... wo man die kaufen kann. Excel oder eine Mikrofonkenntnisse sind gefragt. Mhm. Nee, was das angeht, also da gibt's ein Mikrofon und einen Ausrüster für Aufnahmegeräte oder für Musikinstrumente, der heißt Thomann mit TH. Mhm. Also es ist so ein Laden. Und die verkaufen zum Beispiel das Samson Meteor, das Samson Go Mic Direct, also ohne USB-Kabel, für 22 Euro. Das Ding steckt man sich wirklich so seitlich an den Laptop einfach bloß ran. Ist vielleicht für einen Desktop-Rechner nicht so das Wahre, da sollte man dann lieber ein Go-Mic ohne Direct also holen und das kostet 39 Euro. Also ich bin so jemand, der sowieso Ahnung hat, wie man, Qualität für geringes Geld kriegt. Licht hat einen Preis um die 100 Euro erwartet. Tja, war wohl zu viel. Ja, auf jeden Fall. Ja, so, hier ist die Karte. Wo muss ich denn nochmal hin, damit ich... ich muss doch einfach bloß da dann nach unten in der Mitte. Dann bin ich ja schon richtig. Gucken wir mal. Also, einmal hier lang und jetzt können wir es anmachen. Und vorher würde ich aber gerne nochmal speichern diesmal. Ja, also was das angeht, es gibt wirklich USB-Mikrofone, die haben eine Top-Qualität. Ich meine, ihr hört ja meins hier. Ihr könnt mich gerne nochmal dafür loben, was für ein tolles Mikrofon ich habe. Nein, Quatsch. Aber so an sich, solch ein Mikrofon, das kostet nicht viel. Also es gibt da mehrere Varianten von günstig nach ein bisschen teurer. Wer gebraucht kauft, ist sowieso immer günstiger dran, aber das muss man ja nicht. Wobei, das ist jedem selbst überlassen. Ich mag es lieber gebraucht, weil bei Technik ist das so, da ändert sich nicht großartig was dran. Aua! Weg mit euch. So, jetzt kommen die. Jetzt hat jemand gesagt, du hast ein tolles Mikro. Dankeschön! Oh. Wow. Licht verlangt nach dem Stream über deine Auskunft über das perfekte Mikro für einen Laptop. Und ich verlange nach dem Stream dann eine Bearbeitungsgebühr. Nein, Quatsch. Jetzt sagt jemand, die Quali ist aber wirklich gut. Ja, finde ich aber auch, oder? Ja. Ja, ist ja auch. Yeah. Das war knapp. Ja. Ey, das läuft gerade gut. Oh, die sind. Aber trotzdem ist das mies, dass die so lange leben, oder? Ja. Vor allem, weil dann meistens du da dabei drauf gießt. Ja. Naja, noch überlebe ich's. Ja. Außerdem, ich mach doch gut Schaden jetzt mit meinem. Ja, eins ist weg. Na, dann ist es ja nicht mehr lange, dann haben wir es. Und das war's.